Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods. Guten Tag! Ja, Zed ist auch am Start, wie immer. Ja, hier das Nether-Portal aufbauen auf der Welt hat den Server ein bisschen überfordert in der letzten Folge und deswegen ist er abgestürzt. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite endlich und es wird Nacht. Toll. ich gehe mal kurz in Nether zurück und du kannst dich schlafen legen, weil ich habe kein Bett dabei. Oh, cool. Er reist also hier hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Und ich gehe mal schlafen. Ja, wir müssen in den späteren Parts dann auch mal in den Nether reingehen und mal gucken, was er da so baut. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir das vielleicht sogar gleich mal machen, weil dann haben wir das hinter uns. Ja, okay, aber ich bin ziemlich weit weg. Ja, man findet doch bestimmt den Weg dorthin, oder? Oh, da oben ist auch noch irgendwas gebaut. Ja, da sind überall Fackeln, aber hast du geschlafen? Ja. Gut. Ja, ich meine, du kannst ja versuchen, hierher zu kommen. Es wird bestimmt lustig, da zuzuschauen. Viele Feinde vielleicht, oder was? Vielleicht schaffst du es ja. Gegnertypen oder was? Also Mobs? Ja, naja, auf jeden Fall, ja. Ne, es geht schon. Du musst halt den Fackeln nach und darfst nicht stehen bleiben. Am besten. So, und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht verloren gehe. Was meint das jetzt? Sicher, jetzt wird es schon. Dann komme ich hier nicht mehr vorbei, ne, wenn ich hier. Jetzt habe ich schon. Wo ist jetzt das Portal hin? Ich bin hier bloß ein paar Meter gelaufen und zack, finde ich das Portal nicht mehr. Ach, da hinten. So, warte mal, wie mache ich das jetzt am blödsten? Ach, scheiße, ich. Oh. Wie gesagt, ich ziehe das jetzt mit den Fenstern hier durch, bis rum. Ich bin nämlich hier, kurz zur Erklärung, warum ich schon wieder im Game-Mode war. Ich bin hier, wo das Portal aufgebaut worden ist, ist der Server abgestürzt und wo ich mich eingeloggt habe, war ich hier irgendwo im Boden drin und bin verreckt. Und ja, ich habe schon wieder vergessen, den Game-Mode wieder auf Null zu stellen. Wäre gar nicht aufgefallen. Ja, aber mir ist es gerade aufgefallen. Was mir aber jetzt. Basalt. So, machen wir hier eine kleine Spur, damit ich das nicht. Was mir halt nicht so ganz gefällt, ist diese Fenster hier, wenn du diese Carpenter-Blöcke machst. Ja? Dann sind die Fenster so doof. Okay. Also normalerweise sind die wie nennt sich das, clean, also die normalerweise haben die keine Übergänge, weißt du, es wird als ein großes Fenster sozusagen. Aber durch die Carpenter-Blöcke habe ich hier überall Kästeln halt. Jetzt bin ich halt gerade am Überlegen, wie ich das vielleicht machen könnte. Ob ich diesen mittleren Streifen da vielleicht sogar Vollmach. Ob das gut aussieht, ich weiß es nicht. Also mit vollen Blöcken mach. Geht's hier irgendwo in eine Höhle rein? Gucken wir uns das jetzt mal an am besten. Wenn du das Portal gefunden hast, zufälligerweise, dann sag mir Bescheid. Oh, ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Jawoll! Gut. Dann mache ich gleich mal einen Kackstift hin, damit ich den dann finde. Nee, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Das kann man nicht machen. Das geht nicht. Schön ist es hier. Im Kackstift? Kackstift. Oh! Ich habe Pferde gefunden. Aber die schauen aus wie Höllenpferde. Im Nether? Nee. Was seid ihr für welche? Pferd. Aber wieso sind die so komisch braun? Pferd. Oh, kleine Pferd. Wie konnte man nochmal auf die aufsteigen? Mag nicht. Ach, was mach ich denn?
Also wir passen das jetzt einfach so an, wie wir das da hinten gemacht haben. Dann sieht das vielleicht okay, etwas besser aus. Würde ich mal sagen, Ferdis. Ferdis. Aber nee, das ist viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Damit nach Hause reiten. Obwohl, das wäre eigentlich eine Mission jetzt. Aber dazu bräuchte ich erstmal einen Sattel. Wie kann man einen Sattel bauen? Sag ich doch mal. Ich glaube, da geht gar nicht zu bauen. Den findest du bloß in Kisten. Sattel? Ich glaube, den Sattel kannst du nur mit einer Mod bauen. Ich weiß nicht, ob die Mod hier mit drin ist. Ja, du hast recht. Aber man kann auch ohne Sattel reiten, oder? Richtig. Aber zuerst brauche ich Karotten. Das bedeutet, ich komme dir mal entgegen im Nether. Okay. So, wie sieht das jetzt aus? So, halt hier die Wand dazwischen. Bist du schon im Nether? Nö. Wir haben hier die Wände auch. Ich bin ja noch am Knubbeln bei mir. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt mal dazu mache und so mache, dann habe ich das so. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus als. Dann könnten wir ja einen gemeinsamen Trip machen. Und zwar, wir nehmen uns Karotten mit. Oder das waren doch Karotten, oder? Bin mir nämlich jetzt gerade selber nicht ganz sicher, ne, dass Pferde, ich hier irgendwas Falsches erzähle. Pferde war, glaube ich, Weizen. Echt? Oder dann nehmen wir halt einfach Äpfel beides. Oder mit. Äpfel oder Zucker oder. Der Zucker und Äpfel würde alles passen, aber ich bin jetzt echt nicht sicher, waren das Karotten? I don't know. Ich glaube, bevor wir loslaufen, schaue ich lieber schnell mal auf dem Handy nach. Bevor wir den ganzen Weg gelaufen sind und dann... Nein! Da, wo haben wir da? Nein! Ach, Mann! So, ja, bin ich froh, dass ich nicht der einzige Homer Simpson hier bin? Nein! No! Nein! Nein! Okay. Sudeli. Hätten wir das? Hat sogar funktioniert. Sieht zwar ein bisschen schäbig aus, aber ich muss ja hier trotzdem irgendwie an der Treppe vorbeikommen. Und da würde ich jetzt mal glattweg behaupten, dass ich das Schlafzimmer hier irgendwo hin mache, oder? Ein Schlafzimmer ist ja auf jeden Fall immer gut. Weil das soll ja nicht hier hinten bleiben. Das ist ja Quark. Das ist ja Quark. Und jetzt hier eigentlich noch. Könnte ich jetzt eigentlich doch hier? Wenn ich jetzt hier noch einen halben Slab reinmache und hier noch. Könnte ich hier eine Wand reinmachen. Sieht das sogar noch besser aus, oder? Ich höre dir gespannt zu. Ja, ich bin gerade am Tüfteln wieder. Wie schaut das aus, wenn ich jetzt hier so sage, wir machen mal hier die Wand zu. Und machen hier eine Tür rein. Aua. Ich laufe natürlich mitten durchs Feuer. Dödel. Sieht das denn besser aus oder eher nicht? Ich bin echt am Knubbeln. Boah, wie hier alles am Brennen ist. Ich glaube, das war noch dicht hier. Ne, das schaut schon besser aus. Doch, Pfeil nicht vergessen. Ich bin Pfeil nicht vergessen? Überfragt. Und Handy schauen, was wir für die Pferde mitnehmen müssen? Ach, was mache ich denn? Ups. Was brauchen wir noch? Pfeil? Wieso habe ich den Pfeil da eigentlich da reingesteckt? Und der Wassereimer, sehe ich gerade, der verdampft hier gar nicht. Aber der würde wahrscheinlich verdampfen, wenn ich ihn hinsetze. Aber das könnten wir jetzt eigentlich mal austesten. Das interessiert mich.
Was passiert denn, wenn ich jetzt hier... 4, 5, 6. Ein Wasser reinsetze. Ich mach mal 7. Huch. Ja, verdampft. Dann ist das ein spezielles Wasser hier im Nether, was es in dem Modpack gibt. Mhm. Da kommt alles hier rein. So. Redstone, Fleischbrocken. Boah, ich stehe gerade übelst auf dem Schlauch hier irgendwie. Klappt das irgendwie nicht so ganz. Mein Kopf. Zeugs. Ach, ich habe das sogar benannt. Und ich frage mich immer, ja. Wenn du bist doch gerade da. Wo? Na hier, also in der Welt bei uns. Also hier in der richtigen Nein, Welt. Noch nicht. Ich komme aber, ich kann kommen. Ich bin gerade am Überlegen, was besser ausschaut. Bin gleich sofort da. Es regnet. Toll. Ich hoffe, du bist noch im Nether, weil ich kann gerade schlafen gehen. Ach so, nee, aber ich kann auch schlafen gehen. Warte, wenn ich nicht gerade die Lianen hochrenne. So, jetzt hat. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, John Boy. So, okay. So, diese Tür kriegt jetzt auf jeden Fall auch einen Slap. Hallo, Onkel. Hallo. So, und zwar, hier drinnen, du kennst doch noch den Raum. Ich habe das hier unten hohl gelassen. Sieht es besser aus mit Türen? Von der anderen Seite? Scheiß Tür. Jetzt gerade am Überlegen. Naja, okay, wenn du das jetzt wirklich als Schlafzimmer benutzt. Nee, das hier unten ist kein Schlafzimmer, das ist einfach bloß ein Vorraum. Ja, hier meine ich, oder? Wo wir jetzt gerade drin sind. Warum steht das, dann das Bett da? Ja, das steht noch da. Ich bin ja oben noch am Ausbauen. Oh. Ich bin schon am Knobeln gerade. Schwierig. Ja, aber also ich würde sagen, von hier. Also wenn ich hier drin bin, kommt die Wand mit der Tür ganz gut unter der Treppe. Allerdings ist es hier der Raum, der ist dann irgendwie recht merkwürdig. Ja gut, ich kann ja hier noch die Slabs mit hinsetzen, ne? Dass es dann hier halt eben ausgeglichen ist, ne? Also das wäre ja kein Ding. Nein! Hm. Oma. Ich zeig's dir nochmal ganz kurz. Ohne Wand. Würde das dann halt eben. Jetzt hast du ja meine Slabs geklaut. So ausschauen. Ach ja. Hier, bitteschön. Hallo? So, jetzt habe ich die Wand mal wieder rausgerissen, wie es vorher aussah. Das ist schwierig. Da ja, genau. Dieselbe Knobelei habe ich jetzt auch gerade. Weil das so viele Dinge, also so viele Kanten und Rum und Treppchen und. Aber du könntest. Vielleicht, wenn irgendwas an der Wand noch wäre. Hier zum Beispiel. Diese Wand ist noch komisch, aber wenn du da vielleicht Regale hinhängen würdest. Wäre das vielleicht dann schon wieder ganz anders. Und so zum Beispiel. Jetzt kommt es eigentlich ganz gut. Ja, dann lass ich das einfach offen. Ja, scheiß drauf. Ja, würde ich auch offen lassen. So, ich schaue jetzt mal ganz kurz nach im Internet. Ja, mach das mal. Pferdezähmen. Und dann packe ich dich ein und dann ziehen wir los. Okay. Er packt mich einfach rein. Ja. Genau, den Kompass darf ich nicht vergessen. Pferdezähmen.
Gut, dann packe ich mal das ganze Zeug hier rein. Das kommt da rein, weil ich will am besten gar nichts mitnehmen darüber. Außer das, was ich wirklich brauche. Das da rein. Was ich aber definitiv machen kann, ist mir Glowstone mitnehmen von drüben. Das wäre so mein Wunsch. Den bräuchte ich nämlich noch, um. Ja, aber welche denn? Hä? Den unten aufgeführten Nahrungsmittel. Ach so, hier. Nahrung? Es geht mit allem, wirklich. Es geht mit Zucker, Weizen, Apfel, goldene Karotten, goldener Apfel und Strohballen. Verkürzt das Auswachsen. Ah, das ist aber. Nee, das ist aber nicht zum Zähmen. Ich nehme jetzt einfach mal Äpfel mit. Und einen Weizen. Was wollte ich jetzt? Ich wollte mir noch. Ach genau, ich wollte mir noch ein Schwert machen. Im Nether werde ich dich mit dem Bogen unterstützen. Ich habe gerade total. Ich. Was ist los? Ich wüsste nur, wie man ein Schwert macht. Wollen wir noch einen Moment? Ich muss mal gucken. Hallo? Mir sind jetzt die Äpfel hingefallen. Apple Sapling. Boah, Alter, hängen da schon viele Äpfel dran bei der. Beim Schneggerler. Ach, ja. Bei meinem Schneggerler. Ja, Dingens. Stöckchen. War das. Ja, war das nämlich so. Und so, so, ne? Ja, genau. So ging Schwert. Oh. Boah. Peinlich, peinlich, oder? Ja, passt schon. Passiert. Ist alles okay. So, ich brauche aber noch. Das ist besser, wie wenn man Eisen hinbaut, um es nochmal abzubauen, weil man denkt, da kommen Eisenbahnen raus. Ja, du kleiner. Du bist aber auch so ein kleiner Schadenfreudiger. Ey, soll ich dir was erzählen? Ich hab dem ganzen Treiben zugeschaut und hab mir nichts dabei gedacht. Ich auch nicht. Und in dem Moment, wo er es dann selber gecheckt hat, hab's ich auch erst gecheckt. Also könnte man genauso über mich lachen. Ja, ich glaube, das ging mir genauso. Wo er dann abgebaut hat, habe ich dann sogar gemacht, so, hä? Warum geht das jetzt nicht? Ich glaube, so war ich da, glaube ich, in dem Moment. Nee, ich habe in dem Moment richtig das Lachen angefangen, weil ich in dem Moment gecheckt habe, so scheiße, das muss man ja schmelzen. Ich habe es ja eigentlich die ganze Zeit gewusst. So, ein Weizen. Da könnte ich eigentlich zum Markus noch schnell rüber. Das Hammerli brauchen wir noch, da. Dann ändern wir nämlich jetzt mal noch ganz. Nein! Och, ich Vollidiot. Was hast du gemacht? Ich hab meine Tür. War das die ganze Zeit schon so? Ne, ich glaube nicht. Aber ich glaube, die Reise werden wir erst in der nächsten Folge machen. Gallion? So hatte ich das gehabt, ne? Ja, gut. Rye? Wieso heißt das Rye? War das jetzt nicht Weizen? Nein, ach Manu! Los! Ich mach die ganze Zeit irgendwelchen Mist hier, was ich überhaupt nicht will. Ist doch normal. Weil ich hier mit dem Hammer rumrenne, weißt du? Ich renne mit einem riesen Hammer rum. Nee, das kommt falsch rüber. Blam, 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 blam. Nur bei manchen Aktionen, nur bei Türen. Ist besser, wenn du mit einem riesen Rohr rumrennst. Rohre verlegen, ne? Ich kann mich einfach nicht anders ausdrücken.
So, Markus. Ich werde mir mal deinen Weizen klauen hier. Ach so. Corn Crop? Ich dachte jetzt schon, jetzt dreht er durch. So, Markus. Schau dir mal mein Rohr an. So. Es sieht aber so aus, als wäre das für Standard schon nur für Spieler eingestellt, die Druckplatten. So, Essen habe ich mit. Für jeden, den es interessiert. Die Hühner regen mich auf, ey. Für jeden, den es interessiert, wir gehen mal ganz kurz mit. Habe ich Rüstung an? Ja, habe ich. Wir gehen mal ganz kurz hier in das Haus hier rein und für jeden, den es interessiert, mal zu gucken. In welches Haus? In dieses von deiner Frau, was sich da so getan hat. Okay, hier gibt es eine Klappe nach oben. Okay, gut. Da ist nichts weiter drin. Ja, schön. Schön. Ja, mei, ist das sie? Ja, mei. Das ist ja wie in der Heimat. Ja, mei. Hat sich eigentlich hier was verändert? Ja, aber das können wir dann in der nächsten Folge zeigen. Okay. Tschüss. Tschüss.